Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute haben wir hier ein Haul und zwar habe ich überwiegend bei DM eingekauft, wobei ich auch einiges bei Rossmann bestellt habe, aber tatsächlich wird das alles in einem Fullface verwurstet werden. Naja, auf jeden Fall, wenn du Bock drauf hast, so ein paar Neuheiten hier zu sehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show. Und viel Spaß mit dem Video. Und ich habe, wie gesagt, einige Neuheiten bestellt und ich drehe dieses Video gerade einen Tag, bevor ich nach Hamburg fahre und mein Handy explodiert gerade ein bisschen. Ihr habt den Vlog wahrscheinlich schon gesehen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habt ihr das mitbekommen. Ich war ja von Rossmann eingeladen worden, beziehungsweise von Reva Loves Me, weil Maxim ja dort tatsächlich ein Event hatte. Genau, und deswegen, ich bin gerade etwas aufgeregt. Ich möchte aber tatsächlich, bevor ich losfahre, einen reinen Tisch haben, sprich einfach alle Videos gedreht haben. Und deswegen drehe ich das hier jetzt einfach mal ab. Ne? Genau, wie gesagt, einige Neuheiten sind dabei, aber auch einige generelle Nachkaufprodukte, zum Beispiel hier von Ebelin, die Kosmetiktücher. Die gehen einfach bei uns weg wie warme Semmeln. Das ist einfach so, dass wir die immer wieder verwenden. Da habe ich jetzt hier die Recyclingtücher genommen. Und die haben wir halt überall bei uns stehen. Genauso ist es auch so, dass mein Freund gesagt hat, ich sollte mal wieder das Antikal holen. Antikal heißt es, genau. Und das ist einfach mit Fresh-Duft. Also es gibt ja auch das irgendwie mit Meister-Popper-Duft oder so. Ich sehe gerade, ich habe gar nichts auf den Lippen. Ich habe nämlich gerade eine ganz entspannte Pizza mir gegönnt. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr Team Ich mag Hawaii oder Team Ich hasse Hawaii-Pizza? Ich liebe Hawaii-Pizza. Mm. Ja, und jetzt trage ich mal mein Lipgloss aus dem Project Pen auf. Oh. Weil so ein bisschen was auf den Lippen ist immer ganz angenehm, ne? Nicht nur für die Optik, sondern auch fürs Gefühl. Mm. Habe ich einfach gerne. Okay, dann habe ich... komm, wir machen ein bisschen weiter mit Haushalt. Hier, denkt mit. Nature, einfach Spülmaschinen-Tabs. Die brauchen wir, die verwenden wir. Unsere sind jetzt leer, deswegen habe ich die auch jetzt mitbestellt. Und es gab Limited Editions von Allzwecktüchern. Wir haben noch so viele da und ich musste unbedingt mitbestellen. Ich weiß auch nicht, warum. Einmal habe ich hier Sweet Paradise, duftet nach Mango. Das finde ich ganz ansprechend. Und dann das Beach Breeze, duftet nach Wasserlilie. Das ist, glaube ich, so am meisten meins. Und Tropical Dream duftet nach Orchidee. Habt ihr schon mal an einer Orchidee gerochen? Ich finde, die riechen gar nicht so wirklich. Naja, dann habe ich für Sammy was mitgenommen. Eine Kleinigkeit, der liegt hier auch schon mit im Raum. Das kriegt ihr gleich unten. Und zwar ist das so eine Spielmaus. Yay. Einfach von Jolly Paw. Ich glaube, das ist eine neue Marke im DM. Ne? Und da habe ich jetzt hier, da ist auch ein Squeezer. Ja, da ist ein Squeezer drin. Das will ich jetzt nicht auslösen, sonst habe ich den Hund hier gleich auf mir sitzen. Blöd ist tatsächlich, hier löst sich ja schon was raus. Das ist ja blöd. Also das Ding wird dann wahrscheinlich vielleicht 5 Minuten überleben. Ich habe euch den Preis eingeblendet. Das war es mir trotzdem wert. Solange der kleine Mann glücklich ist. Ne? So, dann kommen wir jetzt tatsächlich zu Beauty. Da habe ich einiges. Zum einen hat Schäbens so Augengelpads rausgebracht und die gibt es natürlich hier mit Melone. Ja, das musste ich mitnehmen. Ich mag einfach gerne Melonenduft oder generell Wassermelone auch essen und Honigmelone und so weiter. Und ich bin eigentlich echt gut ausgestattet, was Augenpatches angeht, aber trotzdem mussten die mit. Manche Dinge muss man im Leben nicht verstehen. Ich suche immer noch nach dem perfekten gelben Nagellack. Ich habe hier jetzt auch gerade in 3 Schichten oder sogar 4, weiß ich gar nicht, von dem Asam den drauf. Vielleicht ist der von Art Deco auch genauso gut wie dieser hier von Art Deco. Den habe ich auch schon mal in einem Haul euch gezeigt. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt auch ein Gelb bestellt und hoffe, dass der auch ordentlich deckend ist. Das wäre ein Träumchen, weil der halt auch ein bisschen neonmäßiger ist als das Gelb, was ich halt von dem Asam habe. Finde ich ziemlich cool, ist die Farbe Sunshine. Dann habe ich auch noch von Art Deco mir diesen Pinsel bestellt. Den fand ich auch ganz angenehm. Den kannst du, der ist ein Face Powder Brush, den kannst du aber sicherlich auch nehmen, um Foundation aufzutragen, wenn du die halt nicht ganz so ultra deckend haben möchtest oder um Cream, Blush Bronzer, Gedönsen aufzutragen. Habe ich schon Bock drauf. Ich habe mich gefragt, ob Art Deco irgendwie so ein bisschen sich aktuell an günstigeren Marken orientieren möchte. Wobei Miss Lynn hat sich ja damals an The Balm orientiert, also dementsprechend orientiert sich Art Deco dann eher an teureren Marken, aber in einem günstigeren Verpackungsdesign und bringt die Produkte günstiger raus. Ich weiß es nicht, irgendwie kommt nur mir das so vor, die sind günstiger als normalerweise, diese beiden Highlighter- und Bronzer-Produkte. Das ist einmal Sunkissed Bronzing Powder in der Farbe 2, Beautifully Bronzed. Und
Ja, das fand ich ganz ansprechend, auch von der Farbe her. Da hoffe ich einfach, dass es auch im Gesicht gut funktioniert. Ne? Dann habe ich hier den Just Glow Powder Highlighter in 4 Just Glow. Also die erinnern mich vom Packaging, auch von der Größe des Packagings her, mega an The Balm und an Miss Lynn. Und vom Preis her sind die einfach viel, viel günstiger geworden, was ich positiv finde. Ne? So, ja, dann habe ich Essence hier. Golden Days Ahead, da habe ich noch die Eyeshadow-Palette ergattern können. Ich finde die so unglaublich schön. Die hat meinen Namen geschrien. Geschrien hat sie ihn. Ne? Und deswegen musste ich die unbedingt mitnehmen. Da sind überwiegend Schimmertöne drin, 2 matte, aber trotzdem, damit kannst du so schöne, sommerliche, bunte, gute Laune-Looks schminken. Das ist toll. Und auch so ein schöner, heller Schimmerton für ein Inner Corner oder generell zum Aufhellen ist ja immer voll mein Ding. Das gehört dazu. Dieses Mandala als hier, ne? Packaging-Gedünsten und dann auch dieses Buchdesign, was wir ja auch bei My Power Is hatten. Das mochte ich eigentlich auch ganz gerne leiden. Ja, dann habe ich von Evelyn aus der Limited Edition mir diese beiden Schätzchen geholt. Das ist das Augenbrauen-Pinselset. Finde ich einfach süß. Ich finde die Limited Editions von Evelyn auch ansprechend. Ich mag diese Schmetterlinge da drauf. Liebe Grüße an Nicole vom ehemaligen Kanal, an Box Butterfly Nicole. Ein Augenbrauen-Pinsel und ein Augenbrauen-Spoolie haben wir hier drin. Und sowas kann ich immer ganz gut gebrauchen, weil manche Hersteller, zum Beispiel auch Rival Loves Me, haben ja auch in ihren Augenbrauen-Produkten, ich habe hier tatsächlich auch gerade die Produkte, in diesem, das ist mein möchte ich noch filmen Tray tatsächlich und da habe ich nämlich auch gleich die Sachen von NAM drin und hier haben wir zum Beispiel den Augenbrauenstift, ne? Und da fehlt halt hinten der Spoolie und dann braucht man halt einen separaten oder man nimmt halt ein anderes Augenbrauen Spoolie-Feed zu Hilfe, Augenbrauen Produkt zu Hilfe. Dann habe ich mir die neue Foundation von Trinidad abgeholt. Ist die neu? Ich glaube schon. Perfect Poreless Matte Foundation mit 5% Niacinamiden. 010 ist die Farbe. Ich bin einfach gespannt, ob die mir passt. Es ist das hellste, was ich finden konnte, ne? Mal ausprobieren. Und dieser Nagellack kommt mir sehr bekannt vor. Das ist von Essie Kiss and Spell. Aber irgendwie glaube ich, dass ich die Farbe schon irgendwo mal hatte oder habe. Muss ich nochmal gucken. Online sah das irgendwie ein bisschen anders aus. Nun denn, gut, dann kommen wir zu den Rossmann-Produkten. Da habe ich zuallererst hier von Isana den Nagellackentferner acetonfrei. Das ist einfach so ein Dip deinen Finger rein, dreh ihn rum und der Nagellack ist weg. Wie habe ich mal von jemandem von euch empfohlen bekommen und finde ich richtig, richtig cool. Und ne? Deswegen, ja, durfte das mal wieder mit, weil ich hatte letztens sehr viel Glitzernagellack und dann mache ich immer dieses Schwämmchen, was da drin ist, ein bisschen kaputt mit dem Finger und dann ist irgendwann das auch Uppe. Ne? So, dann habe ich bei dem lieben Maxine Giacomo gesehen, dass er ein Fullface mit dieser Marke geschminkt hat und zwar ist das NAM. NAM kommt aus Polen, wenn ich das richtig gesehen habe und gehört habe. Wir haben aber hier auch immer ein Klebi drauf, auf allen Produkten tatsächlich, was ich cool finde, wo das Ganze dann nochmal auf Deutsch beschrieben ist. Ist das auf allen? Ach krass, Primer, Basis für einen makellosen Teint, sorgt für langanhaltendes Make-up, vegan. Das finde ich echt cool, dass es auf Deutsch da hinten noch drauf geschrieben ist. Auf jeden Fall habe ich mir wirklich einfach mal, um es kurz zu machen, ein komplettes Fullface zusammengestellt und ja, tatsächlich auch unterschiedliche Primer, unterschiedliche Concealer, unterschiedliche Mascaras und damit werde ich euch dann hier oder auch bei Claudis Bunte Welt, da muss ich mal schauen, ein Fullface schminken und euch die Produkte der Marke zeigen. Ich glaube, das könnte die ein oder andere von euch oder die ein oder andere Person von euch interessieren. Und weil ich ja gesagt habe, ich möchte reinen Tisch machen, möchte ich auch gerne dieses Paket euch zeigen. Ich habe bei der lieben Özlem bestellt. Das ist die Ella Nelo. Die findet ihr hier auch auf YouTube und die kennt ihr sicherlich auch. Und die hat einen eigenen Shop, den Ella Nelo Shop und da habe ich jetzt ein paar Produkte bestellt und kann euch die jetzt einfach zeigen, beziehungsweise sie hat mir die auch zugeschickt. Sie hat mich gefragt, Mensch, Claudi, möchtest du nicht irgendwie vielleicht? Oder, ne? Und da habe ich gesagt, ja klar, also gerne. Und habe ihr dann halt gesagt, definitiv möchte ich das Lash Lamp haben, weil das habe ich euch auch schon vor einem Jahr so ziemlich, ne, auch gezeigt. Das ist jetzt in der neuen Verpackung. Und das hat sie mir hier auch mit beigelegt. Richtig toll für traumhaft schöne Wimpern und Augenbrauen. Das wirkt zwar mit Hormonen, aber die Hormone, die hier drin sind, wirken wie bei Augentropfen zum Beispiel. Also, dass du quasi die Hormone wissen, warum auch immer, keine Ahnung, dass sie auch nur am Auge wirken sollen. Und dementsprechend habe ich das auch in der Schwangerschaft verwendet. Und das hat echt gut funktioniert. Und hier habe ich dann auch dieses wunderschöne Packaging. Ich liebe es. Ich kann es nicht anders sagen. Ich liebe diese Krone da drauf. Es ist so
hochwertig und edel und extra. Es ist einfach extra. Ja, und das empfehle ich euch auch schon immer wieder. 6 Milliliter sind hier drin. Das ist echt viel Produkt. Dementsprechend, du hast da auch richtig was davon. Und es macht halt auch einen schönen Effekt und wird jetzt auch demnächst wieder in Anwendung genommen. Dann kann ich euch das nämlich auch wieder reviewen, auch im Aufgebrauch-Video wieder was erwähnen und zeigen und wie auch immer. Ne? Ich finde es einfach toll. Dann hat sie mir auch noch Haribos hier mit beigepackt. Dann habe ich hier auch noch eine kleine Karte. Da findest du auch die ganzen Kontaktmöglichkeiten zu ihr. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass ihr sie kennt. Ich habe euch auf jeden Fall den Shop auch unten in der Infobox mal verlinkt. Dann habe ich mir auch ausgesucht, dass ich gerne das Lemm-Oil hätte. Und zwar in der Geschmacksrichtung Kirsche. Ja, da sind 10 Milliliter drin. Das ist so ein Roller und das ist ein Nagelöl. Also für die Nagelhaut und für die Nägel. Ich verwende sowas einfach super gerne vorm Schlafengehen für meine Füße. Und bin sehr gespannt, wie das... Oh Gott, das riecht so gut. Oh, das riecht richtig gut. Und das kann man sich halt dann einfach so auch to go sonst draufrollern. Achso, der Roller muss sich immer einmal drehen, wenn man sowas fresh hat, ne? Dann kannst du dir einfach die perfekte Menge an Nagelöl auf deinen Nagel geben und das dann so einmassieren. Und das pflegt das Ganze und lässt alles halt einfach gepflegter aussehen. An den Füßen sehen das jetzt nicht so super viele Leute, sei denn es ist Hochsommer und ich trage offene Schuhe, aber an den Händen. Und das finde ich einfach schön, ne? Kann man so auch mitnehmen, da kommt auch nicht zu viel raus, sodass man da irgendwie so alles ölig hätte. Und das Letzte, was ich mir ausgesucht habe, das fand ich so genial, als ich das auf ihrer Homepage gesehen habe. Ich arbeite nämlich auch unheimlich gerne mit To-Do-Listen und das hier ist ein To-Do-Lem. Ich liebe diese Produktbezeichnung. Wer seine Träume leben will, der darf nicht schlafen und ja, dann hast du auch eine Schweinehundaufgabe. Ich bin heute dankbar dafür das. Dann hast du ein Datum und dann kannst du hier deine ganzen To-Dos aufschreiben. Ich werde das jetzt nicht für jeden Tag machen tatsächlich, sondern bei mir ist es immer so, wenn ich halt überall was eingetragen habe, und das Ding voll ist und ich dann die nächste To-Do-Geschichte habe, übertrage ich dann die Aufgaben, die noch nicht erfüllt sind. Hoffentlich habe ich sie dann erfüllt. Und Schweinehund-Aufgabe wäre dann jetzt zum Beispiel für mich letztens gewesen Steuererklärung. Ja, und das finde ich großartig. Meine heutige Belohnung, auch sowas finde ich schön, wenn du quasi alles abgehakt hast und die Liste einmal wirklich bereinigt hast, dann kann man da auch sich eine Belohnung gönnen. Ich finde es sehr, sehr schön. Das ist im DIN A4 Format und ich werde die auch in rege Anwendung nehmen. Ich hätte tatsächlich online gedacht, dass die ein bisschen kleiner ist, aber so finde ich das noch besser. Genau, dann habe ich euch jetzt auch einfach mal die Produkte von Özlem gezeigt und ja, schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Das ist sehr liebevoll gestaltet und ja, sie hat endlich ihren Shop auch gründen können. Da gab es irgendwie auch anfangs so ein paar Holprigkeiten, weswegen das Ganze erstmal auch über Instagram lief. Und so viele von euch haben mich immer wieder auch angeschrieben und gefragt, Mensch, wo kriege ich denn dieses Lashlim her? Und jetzt kann ich euch sogar den Shop verlinken. Finde ich großartig. Ja, so, ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.